Anke Schäferkort. Vielen Dank, dass Sie sich noch für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir möchten natürlich jetzt über die Atomkatastrophe in Japan sprechen. Das ist ja das, was die ganze Welt momentan bewegt. Wie gehen Ihre Redakteure hier und auch vor Ort mit der Krisensituation um? Na, wir haben zu Beginn der Katastrophe direkt 4 Redakteure vor Ort gehabt, also 4 unserer Journalisten vor Ort gehabt, sind jetzt nach der atomaren Belastung allerdings dahingehend vorgegangen, dass sich unsere Redakteure nach Osaka zurückgezogen haben, um dort keiner Strahlung ausgesetzt zu werden. Wie geht es den Redakteuren vor Ort? Ist da schon was zu bemerken, dass sie doch lieber nach Hause möchten? Oder sind sie mit der Situation als Reporter und ja doch über die Situation zu sprechen glücklich? 2 Reporter sind noch dort und unseren Reportern ist natürlich absolut freigestellt, ob sie in Japan bleiben oder nicht. Die 2 Reporter, die dort sind, möchten weiter berichten aus Japan und sie haben dort natürlich einen viel intensiveren Eindruck, als wir ihn hier über die Medien vermitteln können. Also wir können ja immer nur Ausschnitte zeigen und wir können immer nur die Bilder transportieren, aber unsere Reporter vor Ort bekommen natürlich auch live die Reaktion der japanischen Bevölkerung mit und das bewegt sie, ja, aber sie wollen dort bleiben und sie wollen weiter berichten. Jetzt möchten wir heute auch noch mal über RTL aktuell sprechen. Was machen Sie anders oder auch besser als die Konkurrenz? Ich glaube, was ganz wichtig ist, insbesondere für unsere Zuschauer, ist die Aufbereitung. Natürlich erwarten unsere Zuschauer, dass wir die Nachrichten des Tages kompakt für sie liefern und das tun wir. Wenn Sie die Nachrichtensender schauen, dann sind natürlich die Top-Schlagzeilen des Tages, die sind fast bei allen Nachrichtensendern sehr ähnlich. Bei uns ist es die Mischung sicherlich der Themen und es ist die Präsentation der Themen, die wir haben. Wir haben oft wirklich erklärende Grafiken. Wir haben im Studio vielfältige Möglichkeiten, auch komplexe Themen zu vermitteln, sei es über große Landkarten, sei es über technische Nachbildungen, um solche Themen zu vermitteln. Und das wird von unseren Zuschauern sehr stark honoriert. Also auch hier geht RTL mit in die Zukunft? Auf jeden Fall. Wir sind mit dem Sendezentrum in Deutz, wir sind umgezogen vor einigen Monaten, haben wir wahrscheinlich das modernste Sendezentrum in Europa. Wir haben voll digitale Technik, wir produzieren die Nachrichten in HD und wir haben in dem Studio, wenn Sie sich das anschauen, ganz vielfältige Möglichkeiten wirklich zu arbeiten mit Grafiken. Und Peter Klöppel hat natürlich eine Art, das zu vermitteln und den Zuschauern zu präsentieren, die sehr stark akzeptiert wird und sehr stark honoriert wird von unseren Zuschauern. Glauben Sie trotzdem, dass RTL noch an sich arbeiten muss, gerade diesbezüglich heute beim DLM-Symposium? Ach, ich denke das schon, dass unser, wenn Sie unser Nachrichtenangebot ansprechen und das Informationsangebot unserer Sendergruppe, dann denke ich oder weiß ich, dass wir das vielfältigste Angebot haben einer deutschen Sendergruppe überhaupt, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Müssen wir an uns arbeiten? Immer. Es gibt immer Potenziale, an denen wir noch arbeiten können und wir wissen natürlich auch manchmal im Nachhinein, dass wir vielleicht eine andere Präsentationsform hätten wählen müssen oder nochmal einen anderen Weg hätten gehen müssen, aber vom Grundsatz her, die Breite unseres Angebotes, die Tiefe unseres Angebotes, die ist wirklich für einen privaten Fernsehsender einzigartig und das weltweit. Vielen Dank, Anke Schäferkort. Gerne.